Reapers ist gerade gekommen. Romatra, wolltest du auch rein? Dann geben wir ab und machen jetzt gleich einen Zwei-Master. Es war ein bisschen schade um die ganzen Supplies, die ich geholt habe. Aber dann ist es halt so. Ja, dann lass Trimax Discord. Ich komme sofort. Ich glaube, Reapers wird jetzt traurig sein, wenn er die Supplies vom Schiff sieht und dass wir jetzt zu einem Zwei-Master wechseln wollen. So, ich bin im Discord. Ich bin Streamer-Kollegen 1. Ey, ich habe keine Flagge mit Absicht hochgemacht, Reapers. Ich wollte ganz entspannt hochfarmen, weil Stufe 5 haben wir easy schnell gemacht. Und ich wollte nicht, dass irgendwer nachher kommt und das Schiff versenkt. Weil ich so viel Stuff geholt habe. Ich habe Kanonenkugeln jetzt zwar verballert, aber guck mal, wie viel Stuff hier ist. Hallo? Hallo? Hallo. Ja, ich hab's gerade gesehen. Dann hab ich gedacht, ja geil. Let's go. Ist gut. Aber ich muss noch essen, also ich habe mir gerade Nudeln gemacht. Die ja, kein Stress. Wir müssen eh erstmal den Hack hier noch abgeben gehen und dann können wir loslegen. Aber wir machen PvP-Action oder was habt ihr vor? Wir können auch PvP machen. Ey, ich hab so Bock. Du kriegst übelst die krassen Skins, ne, im PvP. Oh, warte mal. Ich glaube, Skelettschiff kommt nochmal. Mach das ruhig. Ich denke, wir können PvP auch gut gewinnen. Zu dritt. Du kriegst da übelst die so Skelettpiraten-Skins, ne? Du ja. Kannst bis auf Level 1000 bei der Fraktion. Auf Level 1000? Ja, du schaltest dann für die Skins neue Farbvarianten frei. Und die sehen richtig geisteskrank aus. Okay, da kommt irgendwo ein Skelettschiff. Oder nee, warte hier. Ach, hier ist das Fort in der Nähe. Und du machst halt gut Gold, ne, mit PvP, Romatra. Ja, ja. Für jedes Schiff, was du versenkst, steigt der Wert deiner Sanduhr um 5000. Ja, das ist schon gut. Das ist ja dann sogar 10.000, wenn du Reaper 5 hast. Aber, also wir haben gestern in einem Loot-Run zu so einer Double-Loot-Zeit, also zu einer Double-Gold-Zeit, um 2 Uhr nachts haben wir noch abgegeben, haben wir 500.000 gemacht oder so. Okay. Das war schon big. Ich glaube, also PvP haben wir bis jetzt nicht so viel Geld mitgemacht. Das macht halt unglaublich Bock. Und man levelt halt die PvP-Fraktion. Ja. Was halt auch geil ist. So, ich geh kurz nach meinem Wasser kochen bis gleich. Jo, mach das. Alter. Ey, Reapers, wie sieht das am Wochenende eigentlich bei dir aus? Hättest du Bock, in SOT reinzugehen und so eine Bruch-Challenge zu machen? Einfach eine Bruch-Challenge in SOT. Ah, Samstag bist du nicht da, okay. Ich hätte übelst Bock auf eine Bruch-Challenge mal. Irgendwie 2 Galleonen versenken. Ein Fort auf Damp müssen wir machen. Da wären wir, glaube ich, gut gebrochen, wenn wir schon sowas haben. Oh, warte, da ist der Outpost. Ja, Fort of Damned ist schon echt unangenehm. Bis jetzt haben wir mal hier Fort of Fortune gemacht. Das geht eigentlich noch, aber Fort of Damned ist richtig übel. Das ist ja das in der Mitte der Map. Da musst du ja diese Ritualschädel und so auch für besorgen. Und dann auch noch die ganzen Flammen und alles, ne? Wo du dich vom Hai töten lassen musst und so. Noch nie gemacht, das ist das Heftigste im Spiel. Aber da kriegen alle auf dem Server quasi eine Meldung, wenn du das machst.
Also das ist richtig, richtig übel, Fort of Damned. Ich hoffe, das reicht noch. Müssen wir mal gucken, ey. Der Aufzug hat nämlich so eine richtige Drecks-Hitbox. Oh, jetzt ist es aber nochmal gedreht. Dein Ernst? Nein! Die scheiß Harpune ist im Weg! Ah, guck mal, ich kann das so machen sogar. Jetzt geht's. Sehr geil. Diese kleinen Schädel, die liegen da genau in der Lücke. Krieg die nicht, ne? Müssen wir uns auch merken. Ab sofort immer so mit den Hack platzieren. Junge, wie viel Stuff ist das? Da hinten liegt auch noch was. Warte mal, das hole ich noch. Ich habe da hinten noch einen Schädel abgelegt. Kann man da geplündert angegriffen werden? Klar, du kannst zu jeder Zeit kannst du geplündert werden. Ich liebe das, bei diesem Spot abzugeben. Das ist einfach so ein geiles Gefühl. Alter, ich habe 25 Echtgeldwährung nochmal bekommen. Achso, Reapers, ich hatte vorhin auch ein Echtgeldwährungsskelett wieder. 220 Münzen von der Echtgeldwährung habe ich bekommen. Der ist einfach mitten im Fort gespawnt. Also im Geisterfort. Wie viel Echtgeldwährung kostet der, hier, der Plunderpass, Leute?
1000. 999. Wie viel ist das in Euro? 9,99 €? Kann jemand donaten, damit ich mir leisten kann, den Pass? Natürlich ein Scherz gewesen. So, warte mal, die Kisten habe ich doch hier von den Schiffen bekommen. Die kann ich doch verkaufen, oder? Hä, kann man die nicht verkaufen? Die Lagerkisten? Ich habe gedacht, wenn man die geplündert hat von einem anderen Schiff, kann man die verkaufen. Nur die eigene nicht. Nur wenn was drinne ist, glaube ich. Hä? Ich weiß nicht, was das nicht sogar Duripass, der mir gesagt hat, kann man verkaufen. Irgendwer hatte mir gesagt, dass man die verkaufen kann, wenn die von einem anderen Schiff geplündert sind. Ich habe sau viele nämlich. Wie viel Echtgeldwährung bekommt man eigentlich aus dem Battle Pass? Ich glaube, genauso viel, wie du rein investierst. So, dass der sich quasi refinanziert. Ne, ich kann ihn nicht verkaufen. Das geht nicht. Schade. Guck mal, der ist immer noch Sachen am Abgeben. Wie viel Geld habe ich jetzt? Oh. Okay, da müssen wir jetzt, glaube ich, rüber. Oh, fast 75 bei Seelenorden. Müssen wir jetzt rüber switchen, ne? Hey, die kann ich auch noch verkaufen. Ist mir egal, ob die fast nichts bringen. Wer den Goldtaler nicht ehrt, ist das Gold, den Goldhaufen nicht wert. So schaut's nämlich aus. Wie hast du dein Schiff genannt? MS Grind. Hier. MS Grind. Das Schiff ist nur für wahre Grinder. Jackoron, Dankeschön für 3 Monate. Liebe geht raus. Ey, guck mal, 500 Goldmünzen, ne? Haben oder nicht haben? Okay. Du hast Meilenstein Klasse 2 in verdientes Gold erreicht. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal den hier. Moment. Ich gehe einmal raus, Reapers, ja? Ich mache jetzt direkt für 2 Master auf. Ich will auch einmal ganz kurz gucken, wie meine Schaluppe jetzt ist. Skelettschiffe besiegt. 0 von 2. Verdiente Klassen 14. Ich schicke jetzt so die Einladung raus.
Omatra ist leider gerade weg, ne? Ich wollte ihnen eigentlich noch was Lustiges erzählen. Gleich erzählen. Das, so ein Feuer mache ich nicht rein. Das ist so nervig, dieser Rauch. Ja, Bayon. Safe, safe. Das ist deutlich weniger PvP geworden. Wo ist Reapers? Ich denke mal, der kommt gleich dazu. Der ist auch noch in Ruhe am Frühstücken. Ich mache jetzt gerade alles ready hier. Ich erfülle wieder meine Pflicht als der Supply Man. Ich bin der Supply Man. Ich hole immer den Supply ran. Also wir können natürlich auch auf Gold gehen, ne? Also wenn Romatra und Reapers gleich eher Bock haben, Gold zu farmen, können wir natürlich auch machen. Ich bin nur davon ausgegangen, dass sie auch eher Bock auf Action haben. Ich bin bei SOT bei allem dabei. Und selbst wenn wir einfach nur auf andere Schiffe rübergehen und Musik spielen. Ich mache alles mit. So, ich bin da. Ey, Romatra. Ja. Bist du bereit für eine Story, die lustig ist, aber auch du selber dir denkst, wie dumm kann ein Mensch bitte sein? Ja, hau raus. Du kannst dich ja noch an den Test erinnern, den wir jetzt am Samstag gemacht haben, ne? Ja, den Fauna-Test. Genau, und da hatten wir ja extreme Performance-Probleme im Sinne von, weil der Server ja hart gededost wurde, ne? Ja. Also zum einen haben unsere Devs dann Fehler entdeckt. Wir haben da ein bisschen reingekackt bei unserer DDoS-Protection. Da hat eine Sache nicht ganz gestimmt und deswegen kam der DDoS überhaupt durch. Aber auf der anderen Seite, die Person, die gededost hat, das sind zwei Personen. Der eine davon besitzt ein Unternehmen, was eine DDoS-Protection verkauft. Oh, so. Ja. Und der Kollege von ihm hat den Server gededost mit dem Ziel, dass wir dann die DDoS-Protection bei dem Kollegen im Unternehmen kaufen. Die kamen auch in den Chat und meinten so, ja, ey, wenn ihr Probleme mit DDoS-Attacken habt und so, wir können euch helfen. Also im Grunde genommen hätten wir erkauft, dass sie uns nicht DDoSen. Jetzt pass auf, es wird noch besser. Der Typ, der gededost hat, hat einen Supporter kontaktiert, ist mit dem in Discord gegangen und hat per Livestream alles gezeigt. Mit welchem Tool der gededost hat, wie der gededost hat und alles. Der hat sogar live eine DDoS-Attacke ausgeführt. Der Supporter hat das alles aufgenommen als Video. Warum hat er das gezeigt? Also warum? Ja, weil der dumm ist. Der ist einfach dumm. Der meinte halt so, ja, eure DDoS-Protection, die schafft das nicht, siehst du. Man kann den ganz easy lahmlegen, euren Server. Und da meinte der, soll ich euch mal eine gute DDoS-Protection zeigen? Hat dann das von diesem Unternehmen, von dem Kollegen gezeigt, so, ne? Und der Supporter hat das alles aufgenommen und auf der Seite von dem Unternehmen steht ja der Kollege von ihm mit Namen und Adresse und der Typ selbst hatte sein PayPal im Discord verlinkt, wodurch wir auch Vor- und Nachname haben. Und das ist alles schon beim Anwalt, der kriegt jetzt ein Gerichtsverfahren, weil ich den privat auf Schadensersatz verklagen werde. Ja. Dann kriegt er eine Anzeige. Und er kriegt noch wahrscheinlich eine Anzeige vom Hosting-Anbieter, weil der den Server gededost hat. Ich fasse es nicht, Alter. Das ist ja so maximal dumm, ne? Also. Ja, der Typ hat auch in der Aufnahme gesagt, ja, ich habe kein Problem, ich habe 20 Anzeigen, da tut man Bitcoin einlösen, zahlt das und dann ist das ganze Ding gut. Und der Anwalt hat auch gesagt, also der hat noch nie einen Menschen gesehen, der so dämlich ist. Ja, soll man nochmal Bitcoin einlösen können, Alter. Das klingt so unwahr, ne? Das ist so dumm. Das Problem ist, ich darf halt das Video nicht veröffentlichen. Also für eine Aufklärung von der Straftat ist in Ordnung, aber da sind seine privaten Daten und so zu sehen. Das darf ich halt alles nicht veröffentlichen. Das wollte ich auch gerade fragen. Ist sowas überhaupt
Darf sowas vor Gericht verwendet werden? Ja, ja, also das hab ich den Anwalt gefragt. Er hat gesagt, als Aufklärung einer Straftat ist das Video zugelassen. Okay. Aber ich darf da jetzt halt nichts von irgendwie, ich habe nämlich gefragt, ob ich ein Video darüber machen darf. Und dann meinte der Anwalt, nein, würde er nicht empfehlen. Da würde ich nämlich dann rechtlich Probleme kriegen wahrscheinlich. Okay. Na, würde ich eh nicht machen. Also ich würde da so wenig Aufmerksamkeit wie möglich drauf. Einfach die Leute anzeigen und gut ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil sonst kommen ja eh so Nachahmungstäter, die denken, was ein Wichser und so. Und dann DDoS, weil DDoS ist ja nicht, das ist ja keine Kunst. Weißt du, was ich meine? Nee. Auf jeden Fall war der Typ auch sau getriggert. Das hat man in der Aufnahme gehört, weil du gesagt hast, der ist ein 14-jähriges Kind. Deswegen hat er dann also weiter gededos wie ein Geisteskranker. Den hat das mit abgefuckt. Du kannst mir ja persönlich mal dein Gedächtnisprotokoll davon zusenden. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich denke mal, wir wollen Schnitterflagge leveln, ne? Ja, wir können ein bisschen PvP machen. Also, ich habe gerade schon gesagt, wir können auch Gold farmen. Ich bin bei allem dabei. Ich gehe eigentlich immer nur davon aus, dass ihr auch Action haben wollt. Ja, ich finde PvP geil, nur Reapers finde PvP auf dem Zweimaster irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht, wieso. Obwohl, der Zweimaster geht eigentlich noch, finde ich, für PvP. Die Gallione, die finde ich nervig. Also, mit der Gallione mache ich sau ungerne PvP. Gallone fanden wir eigentlich ganz geil, weil du halt so fit bist, ne? Und wenn du dich dann ein bisschen. Ja, klar, cool. aber trotzdem, die ist halt anstrengend, die Gallone, finde ich, so vom Ding her. Alter, 13 Kettenschuss hatten wir da drinne. Ist schon jemand von euch drinne? Reapers ist auf einmal ruhig. Nee, ich bist du gar nicht mehr im Discord-Call. Ja, ja, ich meine, der war vorhin im Chat, aber vielleicht wollte er auch nur kurz helfen. Aber dann hätte es gar keinen Sinn, glaube ich, gemacht, dass ich den Zweimaster mache. Ich bin nur davon ausgegangen, dass er auch dazu kommen wollte. Kann aber auch sein, dass er erstmal in Ruhe auf ist. Der war auch am Essen. Naja. Ist ja nicht jeder so hobbylos wie ich. Oh, geil. Ordentlich Kettenschuss. Ach, er ist da, okay. Was hast denn du gestern mit Chef Strobel gemacht, Romatra? Ich weiß, dass du jetzt direkt grinsen wirst, aber erzähl mir mal, was da los war. Warum ist Chef Strobel auf Twitter wieder ausgeflippt? Und warum ist gar nichts, ich habe tatsächlich gar nichts gemacht. Also, warum ist dein Name gefallen? Ist mein Name auch auf Twitter gefallen? Ja, es hieß die ganze Zeit von wegen, ja, Romatra gönnt nicht und so eine Scheiße, habe ich irgendwie gelesen. Irgendwie, dass ihr dabei in Fortnite bei ihm gelandet seid und habt den da irgendwie alles versaut. Wir haben Chef Strobel nicht einmal gesehen. Also wirklich, ich habe nicht einmal auf Chef Strobel geschossen, glaube ich. Und ich glaube, die wurden einmal von Danny getötet. Da soll er einen Tweet gegen Danny machen, aber nicht gegen mich. Also, keine Ahnung. Chef Strobel hat dauerhaft Trimax gesniped. Naja, dazu hat Chef Strobel auch wirklich oft Max angegriffen. Und Max war bestimmt richtig pisst auf Chef Strobel dann, ne? Der Typ, Junge, ey. Deine Ernst-Reapers. Was hat Reapers geschrieben? Er kotzt mich die ganze Zeit hier an auf dem Schiff. Er kotzt das ganze Schiff voll, er kotzt mich voll. Und heute ist Max sein Special, ne? Um 20 Uhr, glaube ich. Hast du auch einen Booster? Er hat mir eins angeboten. Soll ich dir ehrlich sagen, was ich gemacht habe? Was?
Ich habe ihm gesagt, das wird bei mir nicht authentisch wirken. Warum nicht authentisch? Hey, du kriegst was geschenkt. Es gibt nichts Authentischeres als ja, ich habe Max gesagt, dass ich das saulieb von ihm finde und so, aber ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, ich mache nichts mit Pokémon. Und habe ich zu ihm gesagt, da wäre doch tausendmal sinnvoller, er gibt das seiner Community. Hm. Keine Ahnung, das fühlt sich doch nicht gut an, wenn ich dann so einen Booster kriege, warum der gar nicht, nichts im Stream mit Pokémon macht und so. Ja, keine Ahnung, als wäre ich den Leuten irgendwas wegnehmen. So. Deswegen habe ich gesagt, er soll das lieber jemanden geben, der was mit Pokémon macht oder seiner Community. Bei mir wäre das doch halt, glaube ich, echt ein bisschen, weiß ich nicht. Vor allen Dingen schieße ich auch immer gegen Pokémon. Dann verliere ich mein Gesicht, wenn ich jetzt das annehmen würde. Ach, papalapap, du siehst das alles zu hart. Mein Game startet nicht, was ein Scheiß. Gut, ich segel jetzt los. Reapers ist die ganze Zeit am Dancen. Spawner dann eh auf dem Schiff, ne? Ja, du spawnst eh auf dem Schiff. Ich würde jetzt einen Geisterfort schnell machen. Oh, warte mal, Reapers hat die Schnitterflagge noch nicht abgestimmt, ne? Reapers, hörst du mich? Test? Spring mal, wenn du mich hörst. What the fuck? Hm? Was denn? Wie hört der sich in-game an? Ach so, ja, der hat sein Dual-PC-Setup nicht auf die Reihe gekriegt mit In-Game-Tauchen. Der hört sich an wie so ein Roboter, ne? Was ist denn los, Freunde der Sonne? Junge! Ja? Warum hörst du dich in-game richtig weird an? Wie hast du das eigentlich gelöst mit Dual-PC-Setup, dass du in-game sprichst? Du hast ja deine Audio-Interface bestimmt auch auf dem Streaming-PC, ne? Ich habe einen riesen Mischpult. Ja, ich auch, aber... Ja, und... Wo hast du deinen Mischpult dran? Bestimmt am Streaming-PC, nicht am Gaming, oder? Doch, am beiden. Ich habe das am beiden dran. Die sind dran. Connected, logisch sind die connected, aber das Main-Focus, dein Main-Soundboard, alles liegt ja im Streaming-PC, oder nicht? Da, wo du auch alles am PC einstellst. Und Discord zum Beispiel. Wo redest du denn gerade im Discord? Ich habe für Discord auf meinem Soundboard extra einen Extra-Channel. Da läuft das Mikrofon quasi über beide PCs. Ich könnte jetzt auch über einen Streaming-Rechner direkt in Discord kommen und reden normal. Aber du machst Streaming-Rechner, ne? Ja. Also ich habe einen Streaming-Rechner, aber... Aber ich habe eigentlich auch alles per Soundboard connected und alles dran und alles richtig gemacht, aber irgendwie sieht der mein Mic nicht an beim Gaming-PC, deswegen kann ich in-game nicht mehr reden. Ich weiß auch gar nicht, welches scuffte Mic angeschlossen ist, dass man mich so brutal robotermäßig hört. Das hat ich habe keine Ahnung, was angehört, das ist. Angehört, als wenn das irgendwie eine Webcam wäre oder so. Hey, bitte, hör auf! Ey, so kannst du die Gegner annähern. Ja, so ne, habe ich auch gemacht. Die sind dann immer so, Bro, your mic is fucking broken, man. It's fucking broken, what the hell is this? Du müsst doch für Schnitter abstimmen, ich hab schon. Was ist denn hier mit Ruth, die Mastsau? Hallo, ich join gerade. Gut. So. Wollen wir ich jetzt hab nur zwei Stunden, ne? Du hast nicht verstanden. Ich habe gesagt 16 Uhr DBD, nicht 16 Uhr da. 16 Uhr DBD, das ist ein Spiel, tatsächlich. Oh. Ne? Wollen wir dann einfach ein bisschen PvP hin zu dritt? Können wir auch machen. Ja, zwei Master PvP ist ass. Ich würde lieber looten. Ich weiß nicht, wieso du das so ass. Ich finde das nicht so ass wie du. Es ist immer 50-50. Es ist einfach 50-50 spielen. Da ist nicht so, wer krasses gewinnt. Es ist einfach nur 50-50. Doch, es ist so. Es ist einfach so. Mm-mm. Wir haben Galeone-Fights gemacht. Ach, du hast keine Ahnung auch, ja. What the fuck, klar, du hast keinen Plan vom PvP. Natürlich sagst du, das ist nicht so, aber das ist so. Du musst mal mehr Schaluppe-Fights machen, dann Galeone-Fights und dann siehst du, was drei Master für einen fucking Coinflip ist irgendwie. Wer trifft am Anfang am besten? Wer hat am besten die Wellen gerade an sich und dann ist der Fight sofort beschlossen. Das ist einfach Ende. In den ersten 15 Sekunden ist irgendwie der Fight schon beschlossen, wer den gewinnt. Gegen diese Schütze haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde gefightet ohne. Ja, weil ohne wir Kugel, beide, ne? Weil wir beide den Mast nicht getroffen haben am Anfang. Oder wir haben beide den Mast getroffen und dann war so, ja okay, jeder muss für sich fixen. Aber das wird nicht passieren. Ey, wette ich auch kann mit dir, dass wir den nächsten Fight so 5 Minuten nicht mal fighten. Für die Schnitterflagge abstimmen. Mach ich. Dann würde ich zumindest schon mal, dass wir irgendwie einen Geisterfort ansteuern, um ein bisschen Supply zu holen. Das können wir auch. Wenn wir PvP machen, dürfen wir keine Supplies holen.